Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Es geht mit großen Schritten weiter. In der Hoffnung, dass mir der Stamm gleich angezeigt wird oder nachrutscht, ja. Es geht mit großen Schritten weiter, meine Lieben, denn... Oh Gott. Ist das lecky. Denn wir machen gerade noch ein bisschen Holz. In der Hoffnung, dass wir die letzten 19.000 zusammenbekommen und quasi von den letzten 19.000 uns dann endlich das neue Feld holen können, wenn man das... Oh, fährt erstmal keine Bäume mehr, ich sehe gerade. Okay, alles klar, kein Wunder. Was machst du da oben? Der hängt hier irgendwie. Nein. Ja, das ist... Jetzt haben wir ein Problem, Leute. Leck. Jetzt haben wir ein großes Problem. Die auseinander zu kriegen, oder was? Ich sehe sie nicht. Ja, ich sehe sie schon, aber er nimmt sie nicht. Warte mal, jetzt ist nachsynchronisiert. Jetzt den kann ich nehmen. Gut. Erstmal nichts mehr fällen, bitte. Nee, ich bin noch jung. So. Marc, spring dir einen zum Schneiden. Ja, mach mal. So. Perfekto. Teilweise schwierig zu sehen hier im Feld, ob die noch Äste dran haben. Ja, deswegen. Ja, das können wir dann hier vorne nochmal gucken. So, Marc, der kann geschnitten werden. Ja, ja, ich bin da. So, weiter geht's. Eieieiei. Ah, jetzt fällt er. Nicht Bäume fällt! Was? Oh. Da war der letzte, den hatte ich doch schon angesehen. Achso, den hast du schon angesehen. Okay. Sehr schön aufzufällen. Ich glaube, ich habe ja auch nicht mehr viele. Nee, Wald, Bier, Laubbaum. Ach, komm, ein, zwei hätte ich noch. Den nimmst du noch mit jetzt hier. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Dass ich jetzt echt der Einzelne davor kann. Eigentlich auch ein geiler Gewinn für eine Airbub-Challenge, oder? Super. Was denn? Stärke für eine Folge. Was für ein Ding? Ja, starker Bauer für eine Folge. Oh yeah. Das wäre... Gut, der eine braucht, der andere nicht, ne? Ja, ja. Mach Trigger aus. Rutschbahn? Ja. Ja, brauchen wir nicht. Vor allem, wer hat die Mission auf Feld 3 angenommen? Ist er Freezy? Könnte ja, sein, Freezy. Ja. Halb beendet. Was? Halb beendet. Ja, ja. Gerade was Böses sagen, aber darf man ihm heute mal gönnen, oder? Ja. Heute darf man ihm mal gönnen, ja. So. Schneidest du mit ihm ab, bitte? Die zwei? Spanngurte wegmachen, bitte. Ja, sobald drin ist. Warte, ja, noch nicht. Nicht ganz so lang, wie der Anhänger ist, ne? So 8 Meter ist die optimale Länge. Ja, wie lang ist denn da ungefähr? Einfach in der Mitte durch, einmal. Und grob. Achso, hier kannst du wieder schneiden, wetten. Hier so? Kannst du schneiden? Ja. Ach, geht das? Okay, der andere auch? Perfekt. Warte. So. Wart ihr noch drauf, dass der Elefantenmod kommt für die Forstwirtschaft? Ja, du Spanngurte darfst los, Spanngurte los. Ach, Mensch. Die Spanngurte darfst du nicht machen, wenn er mit der Gabel drin ist. Nein, ich dachte, nicht. Der ist los in dem Moment. Nee, die Gabel, sobald die drüber ist, ist sie fest. Ja. Die wird zieht er automatisch mit rein. Die wird schön mit eingeklemmt. So. Bin ich schon drüber? Jetzt. Ja, besser. So, dann den noch drauf. Oh, das könnte was werden heute. Ich habe ein gutes Gefühl. Drück. Wir brauchen nur noch 390, ne? 19.000 brauchen wir noch. Mein Vorhand, das war halt blöd, weil die waren, glaube ich, zu lang.
und alles. Hey, 20.000 brauchst du noch. 19. 20, hast recht. Spannkonto weg. So. Okay. Einer ist hier noch. Das ist auch noch ein. Guck mal, geht der mit der Hand? Nee, der ist ziemlich lang. Den konnte ich nicht schneiden, weil der so blöd liegt. Okay. Warte, hol ich mir. 11,7 Meter oder so. Könnte man also nochmal so markieren. 11,7 Meter. Dass du das so genau sagen kannst. Ja, geht auch drauf. Steht tatsächlich drauf. Alter. Oh, jetzt ist der nur noch 7,1 Meter. Was? Lex ohne Ende. War 9,5 vorher. Das ist auch nicht so ganz realistisch, oder? So. Und. Hast du den oder hab ich den? Ich will den. Ich hab nehmen, den. Oder? Nein, den kleinen. So. Ach so. Wir wollen auch was auf den Anhänger packen. So, komm ab die Fahrt. Oder? Wollen wir noch was drauf tun? Nee. Ja, komm, hinten liegt noch was. Warte mal, was weg ist, ist weg. Hinten liegt noch was. Lass mich den noch holen. Sind nicht so große. Da sind noch zwei riesige, ne? Ja, aber es ist auch noch ein kleiner. Ich hab halt gefällt. Wenn man mir eine Motorsäge in der Hand gibt, dann ist das alles Kleinholz. Ah, das kriegt man gar nicht mit. Oben links ist Freezy, ne? Expandiert. Wie viel fällt er? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hat er jetzt. Oh! Ist Freezy oben links? Ja. Das ist Freezy, 6 Felder. Spann Gott ab, bitte. Oben rechts Milo hat 5. Und Keule hat immer noch nur 2 Felder. Ich glaube, der will sie ohne Kredit durchziehen. Einmal abschneiden, bitte. Nicht so weit hinten, wenn es geht. Ja, das ist eine gute Länge, glaube ich. Lose. Oh oh. Oh, oh. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Warte mal, warte mal. Wenn wir den hier nochmal schneiden, warte, der hintere eigentlich. Den lege ich mir gleich nochmal drauf. So. Kannst du ihn abschneiden. Fällt gerade so. Hab ihn. So. Den schmeiß ich noch drauf und dann geht die Post ab. Warte, dann fahr ich gleich runter. Könnt ihr die anderen noch vorziehen und abschneiden? Dann düse ich einmal runter und dann heißt es Daumen drücken. Haben wir das gerade nur 9000 gebracht hat? Nee, das, da kommt mehr. Ja. Okay, passt. Auf geht's. Oh. In der Drehzahl nicht so hoch, ne? Wir müssen Sprit sparen. Ja, mach da. Der eine hier schwebt auch bei mir in der Luft, aber ich glaube, der ist nicht mehr da. Oh, der liegt aber, einer liegt ja richtig quer drauf. Das muss vorsichtig letzte. Sein. Oha. Gerade in der Einfahrt zu der Verkaufsdings zwischen den Silos durch. Ja, das wird eine spannende Nummer. Oh, sie hat wirklich expandiert. Kurz die Bandwurst lösen. Ja, dass es sich gerade druckt. Ja, genau, und dann schnell wieder fest. Oh, das wird echt spannend. Das wird super spannend mit den Feldern. Wir müssen halt jetzt, aber ganz ehrlich, wir kaufen jetzt auch gleich ein 400.000 Euro Feld. Das ist, aber wer hat denn eigentlich den Kalkstreuer mitten auf die Straße gestellt? Ach so, das war ich. Das ist echt ungünstig. Aber alles gut, ich komme noch vorbei. Oh. Ja, war ein bisschen ärgern. Oh. So. Okay. Das Feld, was wir jetzt kaufen, hat keine Challenge. Nein, das hat zu 100% keine Challenge, weil das andere schon besitzen. Und weil es das Stadtfeld ist, deswegen dürfen wir das auch kaufen. So. So, wir machen lieber ein bisschen langsamer hier. Bevor wir wieder liegen. Das wäre nämlich total ungünstig. Also ich glaube nicht, dass es reichen wird.
Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Wir haben aber auch keine Palettengabel, ne? Ja, die müssen wir uns noch kaufen. Eine Palettengabel müssen wir uns holen und dann müssen wir halt mal schauen, wie wir es dann mit dem Transport von den Paletten machen. Wo müssen die überhaupt? Achso, die müssen auch hier runter in die Verkaufsstation, ne? Paletten? Ja. Aber theoretisch, wie gesagt, die vier Verkaufsstationen auf den vier Inseln haben ja eigenständige Preise. Was ja eigentlich ganz interessant ist, weil dadurch haben sie ja auch eine eigenständige Wirtschaft, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe, das reicht. Wir schauen mal. Drückt die Daumen, Jungs. Geht dran, ich bin am Joystick. Ne. Oh, wartet. Das Ding ist noch nicht durch. Der letzte ist noch nicht gesprochen. Das waren jetzt knapp 10.000. Ja. Mist. Mann! Aber mit dem, was wir hier liegen haben, könnten wir vielleicht Glück haben. Das sind drei Stämme, wird auch eng. So, mehr ging nicht. Oh, 4.000, ey. 5.000, das gibt's ja nicht. 5.000, Leute. 5.000, das gibt's doch nicht. Mensch. Ja, du kannst ja auch nur Kredit nehmen, wenn einmal Server neu startest, ne? Nee, jein. Wenn alle einmal rausgehen aus dem Safe-Game, wird es, glaube ich, neu berechnet. Vielleicht sogar auf dem Multiplayer nach Zeit. 5.000, okay. Guck mal, ob ein Feld vielleicht mittlerweile fertig ist. Sind ja wieder ein paar Stunden rum. Oh, was? Oh. Was haben wir denn jetzt noch gemietet? Hä? Moment. Ja, wir haben was in der Miete, ja. Nee. Der Kalkstreuer ist doch. Was haben wir denn in der Miete? Schau mal bitte nach im Shop. Der Wungenanhänger, der Holzwagen. Genau, ja, den haben wir. Den du dran hast, den haben wir in der Miete. Der soll jetzt 1.000er Miete gekostet haben? Ja. Mit der Dolly da drunter. Gut, aber was hat er schon erwirtschaftet? Ja, 10-mal. So. Ist es dir doof gefallen? Da ist richtig kacke gefallen, der Baum. Aufladen, Jungs. Hier ist noch nichts auf Länge. Nee, ich hab den Trecker gerade hier hinten. Ist hier auf Länge geschnitten? Nee, der ist noch nicht auf Länge. Ich hab die ja gerade abgeschnitten, zwei Stück, die liegen da erst gerade. Ja. Also die 9 wird als erstes erntereif. 9 wird als erstes erntereif? Mhm. Okay. Kannst du mal den Motor bitte kurz ausmachen, Marc? Hatte ich vergessen. Ist das jetzt ab? Nee, der ist noch nicht ab, oder? Jetzt. So. Dann kannst du mal aufladen hier. Bitte. Ja. Erstmal keine Bäume mehr fällen. Ja. Soll ich mal die Stümpfe entfernen? Ja, gerne. Klar. Das dürfte ja für keinen vom Nachteil sein, oder? Nee. So, die sind auch alle geschnitten, das passt. Sieht's hier hinten aus. Es war keine volle Stunde. Wird die Miete immer nur zur vollen Stunde abgezogen? Das habe ich mich eben auch gerade gefragt. Nee, eigentlich immer nachts um 12 hatte ich das in Erinnerung. Betriebsstunde? Meint ihr, jemand war in meinem Hof und hat was gemietet? Das glaube ich nicht. Meint ihr? Nein. Dann hätten wir das ja im Mietpack. Unter gemietete Geräte und das nix. Ach so, stimmt. Wenn jemand was bei uns gemietet hätte, dann müsste das ja bei uns auch angezeigt werden. Ja, definitiv.
Hä? Ist da irgendwas Gefitzel dran oder sehe ich nur ich das? Ja, das sehe ich auch. Egal. Schmeiß rein das Zeug. Dass das Gelumbe hier drauf kommt. Aber wir würden es doch trotzdem bei uns unter gemietete Fahrzeuge sehen, Leute. Darum geht es. Ja, ja, definitiv. Na, das sehen wir ja nicht. So, Prozente, 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 Prozente. Nichts, 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 nichts. Soll ich schnell laden? Alex? Traubenernte. Ein Traubenernte? Das Freezy sein. Ja. Interessant, oder? Hat er verkauft. Ja, dass der vom, dass der das Traubenpack nicht macht, das war mir klar. Ja, also nichts gegen Füsi, aber ich hätte es auch verkauft. Der darf er jetzt, der hat jetzt 5 Felder überschritten, ne? Genau, deswegen, das war wahrscheinlich sein. Aber er hat natürlich kein Equipment, ne? Also das ist halt das Problem, er muss sich halt die anderen Geräte erst alle kaufen. Marc, müssen eigentlich zum Sieg alle Felder oder alle Feldstücke? Naja, Geldsegen könnt ihr so nicht sagen, weil er verkauft ja die Sachen, er hat, also wenn er das verkauft hat, hat er zwar Geld, aber er hat ja keine Maschinen, das ist ja das Problem, er braucht ja trotzdem Traktoren und alles, um zu bewirtschaften und das ist ja immer so eine Sache dann. Wie meinst du das mit Feldstücken? Ja, was du sozusagen kaufen kannst, du kannst ja Felder kaufen. Ja. Und auch noch was dazwischen durch. Wie? Es gibt ja das zwischendurch sind nur diese Betonflächen und die gibt es ja gratis dazu. Ansonsten kannst du nur Felder kaufen auf dieser Map. Okay. Ah, es gibt noch diese Inseln da, ne? Dazwischen. Diese kleinen Inseln. So, meinst ja, du? Genau. Ja, ja die, die sind nicht relevant. Achso. Und die gibt es auch noch. So. Hier liegt noch ein Stück gleich. Ich würde sagen, wir fahren noch mal weg. Ich würde sagen, wir fahren noch mal weg, oder? Was liegt denn da noch? Da hinten habe ich noch einen dicken Stamm liegen, aber den kriege ich da gar nicht raus, dann muss ich erst noch einen Baum fällen. Dann könnten wir die liegen lassen. Gehen die nicht mit der Hand, die zwei hier oder einer davon? Jungs? Doch, tatsächlich. Ach Mensch, Männers! Nicht festwachsen hier. So, gerade einen probiert, der ging nicht. So. Warte mal, 15k fürs Windrad. Vielleicht machst du mit dem Waldrad Profit. Ich nicht. So, ich schaff das nochmal runter, es müsste reichen. Zieht man noch, versucht man noch den anderen herzuziehen. Ja. Dabei. Ja, es kann sein, dass viel einen noch dazu fällen muss, aber dann halt kriege ich den dicken raus, den ganzen Ding. Ja. Der ist mir doof gefallen. So, und ich versuche jetzt noch in den letzten 2,5 Minuten das hier abzuliefern. Ah, es ist das. Oh, wir haben es gut gestartet, aber dann kam die Durststrecke. Dann kam die Durststrecke. Das löst sich doch jetzt auf. Meinst du, es wird sich auflösen? Ja, also wenn jetzt die 9 reif wird, dann wird auch die Mühle endlich wieder mal ein bisschen arbeiten und dann werden die Felder reihenweise fertig. Wo haben wir aktuell das Mehl im Preis? Ja. Achso. Schau mal. Mehl ist am teuersten im Januar. Okay. Und das ist aktuell was? Bei 600 und ein bisschen. 600? Ja, es wird noch bis auf 690 ungefähr steigen. Und was kostet. Und wie viel kriegen wir zum Beispiel aus. Wie viel kriegen wir zum Beispiel aus Gerste? Wie viel Mehl kriegen wir da raus? Kriegen wir mehr Mehl raus, wie wir Gerste reintun? Wir kriegen weniger Mehl raus, als wir Gerste reintun. Was 30 Gerste sind 23 Mehl. Und was ist der Gerstenpreis?
Aufträgen haben wir geschaut, Leute. Eigentlich müsste ich mir da mal eine schöne Übersicht für machen. Ja, das wäre vielleicht wirklich ganz vorteilhaft, weil das ist halt das, was wir wirklich durchziehen müssen. Ja, das stimmt. Gerste liegt bei Spitze 380 und aktuell ja, gut, 350. Dann ist das Mehl schon lukrativer. Dann ist das Mehl schon lukrativer. Ist das ein 1 zu 1? Nee, ein kleines bisschen weniger, aber... 10.023 mal 600, das ist ja doppelt so viel. Brauche ich gar nicht rechnen. Oh! Jetzt kriege ich hier einen kleinen Schlaganfall, das gibt's ja nicht! Alles runter? Ja! Das kann doch nicht wahr sein! Meine Güte, ey! Mensch! So eine Scheiße! Jetzt fahr ich wieder da hoch wegen 1000, ey! So, na gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Schade, es hat nicht geklappt. Ich hätte gerne das Feld gekauft. In der nächsten Folge auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss und ciao.